Am Kader vom Katschak sind wir auf Handschild an den Museetillenwogtei gefahren, für eine Kochsendung zu filmen. Wir kochen und backen so wie die Leute früher. Heute im Menü steht Brot backen, Knödeln und Apfelkompott kochen. Viel Spaß bei unserem Film! Moin Musikanten aus dem Seerbietigbusch. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen über die Handschild von euch geliebt? Bei Orangel ist für dich mal das kleinste Dorf hier zu Lützeburg. Wir haben hier nicht viel Gebäude, wir haben eine Kirche. Die Kirche, da gibt es ganz alle Wandmalereien, die sind teilweise 500 Jahre alt. Die Kirche ist ganz viel umgebaut, das ist wirklich ein Highlight hier zu Orangel. Wir haben auch den Kaffee vom Romain hier vis-à-vis, der kleine Orangel der Bistro, den landesweit bekannt ist. Wir haben die schöne Natur hier zu Orangel, die kann man am Orangel der Meditationspferde entdecken, mit ganz vielen kleinen Stationen, die ganz flott sind. Wir haben auch einen kleinen Park daneben der Kirche, da kann ich mal eine Fotosausstellung gucken von der Gemeinde, die alle paar Jahre gewechselt. Und natürlich schon mal heute Museetillenvogtei, wo wir ja hier sind. Welche Aktivitäten kann ich heute am Museetillenvogtei machen? Bei einer Museetillenvogtei, da geht es hauptsächlich darum, dass ich noch mein Lebensjahr weiß, als Geschichte, dann, wie das Leben früher war, eben entdecken kann. Dafür machen wir hauptsächlich Aktivitäten mit Kanner, ein bisschen mit großen Kanner, ein bisschen mit kleinen Kanner, aber auch ganz vielen anderen Gruppen. Und die Gruppen, die können zum Beispiel Brotberge kommen, wir haben aber auch eine ganze Reihe anderer Ateliers, saisonal haben wir zum Beispiel ein Osteratelier, wo wir Osterhose backen, wo wir Ostereier färben, und lauter so Sachen noch, ne. Wir haben auch für die Gläschen so ein Programm mit Boxenmanager, die Gläschen können doch lernen. Am Hirsch gehen wir die Grand Prix raufen, wir backen Grand Prix Kischelscher, nur mit das gehen wir Fietz pressen, also unser Programm ist ganz groß. Wir noch heißen wir an der aller Schule, da können Kanada an einem halben Tag wirklich erleben, wie den Alter an der Schule wäre mit einer richtigen Joffer, die dann noch hinkommt und die dann noch so streng ist wie die Joffer für 100 Jahre. Einer Atelier sind noch Pizza wie früher, den Haushalt, wo wir dann Waffelscher backen oder Eisenkuchen. Wir haben auch die Kreidehexen in der letzten Jahr, da können dann zum Beispiel auch Kreidekamellen machen, also wirklich die Auswahl ist ganz groß, was den hier so kann machen. Merci für den Interview. Mit das gern geschieht, ist so merci, dass ihr kommen seht und ich wünsche euch noch viel Freude bei eurem Projekt hier. Wir angefangen haben mit Kochen und Backen, konnten mir erklärt, wie die Leute früher gelebt haben. Sie hatten Großfamilien alt einmal bis zu 20 Kinder. Ich denke, ein Mann, ein Pop und alles hier kann er. Wir waren zu Haus gucken und uns ist aufgefallen, dass kein Bootzimmer da war. Dann wurde mir erklärt, dass die Leute früher an der Küche gewaschen gaufen. Was uns besonders begeistert wurde, war den schönen Koffersalon neben der Entree vom Haus. Und nun geht es endlich los mit unserer Sendung. Kochchef, den kleinen Kochchef, den für euch kocht. Moin, wir sind Kanna vom Seer Wittenburg und wir sind hier in der Küche von unserer Tillenvogtei und wir kochen hier, so wie die Leute immer früher gekocht haben. Wir wissen jetzt hier, wie ihr Brot backen kann. Für ein Pfund Brot brauchen wir 500 Gramm Mehl, 20 Gramm Hefe, Fotlich Wasser, Sauerteig und ein bisschen Salz. Wir haben eine große Schüssel, machen das Fotlich Wasser und das Sauerteig dran und mischen es so lange, bis das Sauerteig sich komplett abgelöst wird. Luchen mit Mehl, machen ein bisschen Salz drüber und dann machen wir ein bisschen Hefe drüber. Luchen wir das ganz und schütteln das loser in die große Schüssel. Und mischen das alles ganz gut. Pass auf, mein Löffel geht es mit den Händen. Schau nicht mal den Tisch, bis das nicht mehr passt. Früher hatte ich Kirschhäfchen. Und so haben die Leute Brot am Ofen gebacken. Für das sind mal die Äste gesammelt, die dann an den Ofen gelegt sind. Und so sind Holz mit einem Fischbohn angefangen und dann ganz weit an den Ofen gedreht, für das der Stein gleichmäßig erhitzt gauf. Währenddem wir den Ofen angefangen haben, konnten die ein Zeitchen ruhen. Guck mal, ob es Brot
gut abgegangen ist. Wow! Du denkst, dass den Tisch geraut wird und abgegangen ist, als die große Masse Brottisch portioniert ging. Jeder von uns kriegt ein Stück, das wir alle gut haben müssen kneten. Er hat ihn seinen Klumpen Tisch geholt und am Handballen und mit festgedrückt. Dann hat ihn den innersten Teil rückgedirbelt, festgedrückt und gedreht. Es geht darum, dass die Luftblasen aus dem Tisch platzen, dafür werden wir doch mal knatschen. Wenn wir fertig sind, geht als Brot an den Brotkorb gelegt und nach einer guten Zeit trauen gelöst, für dass es noch ein bisschen abgehen kann. Wir gehen bei den Ofen gucken, und wenn das Holz bis aufgebrannt ist, geht es gleich aus dem Ofen gekehrt. Wenn das Brot dann fertig ist mit Trauen, gehen wir zusammen bei den Ofen. Und jeder darf sein Brot auf Brotscheiß kippen, ehe es dann an den Ofen geschossen wird. Du backst als Brot auf einen guten Stund. Wenn ihr gesagt, dass die Kuchen gut knusprig ist, ist es endlich fertig. Als Brot geht mit der Brotscheiß aus dem Ofen geholt und auf den Tisch gelegt, für dass es aufkühlen kann. Wir waren begeistert, weil wir uns selber gebackenes Brot gesehen haben und haben uns immens darauf gefreut, wie wir es aufs Schmachen zu können. Für Apfelkompott brauchen wir Äpfel, vielleicht ein bisschen Zucker, je nachdem, wie ein Äpfel wir haben. Und alle Eichter schälen wir dabei und holen die Butter raus und schneiden an Stecker. Dann machen wir Deppelstücke an den Deppen und kochen sie, bis das Müll ist. Dabei rühren wir sie, für dass sie nicht aufbrennt. Als Kollegin Luna und Sonny haben ihr gewiesen, wie ein Brot backen kann. Mom Kani und Sophie haben ihr Apfelkompott gemacht. Und wir machen gut Knödel mit Speck. Für Knödel zu machen brauchen wir 500 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Salz, 4 Eier, Milch, Pudelwasser, Butter und Speck. Wir schütteln Mehl an eine große Schüssel, machen einen Esslöffel Salz dran, holen dann Feuer ganz eher, klappen sie ab und schütteln sie an die Schüssel. Dann schütteln wir Milch dran und ein Schott Sprudelwasser. Dann fangen wir an, den Tisch zu kneten. Thank you.
Wenn wir sehen, dass der Teig noch immer zu fest ist, können wir noch Milch dabei schütten, bis der Teig halb fest ist und sich gut vom Boden von der Schüssel lässt. Los ist der Teig fertig. Wir haben die Kreuzstippen mit kochendem Wasser abgesetzt. Wir holen nur einen Jäßlöffel und zappen ihn in das warme Wasser, ihn mir an den Tisch fuhren. Wenn sie dann fertig sind, kommen sie bis zum Dörferfleisch geschwommen. Das muss aber nicht immer sein. Den Tisch rutscht quasi vom Löffel. An der Zwischenzeit wird der Speck aufgebrüht. Die Gesicht und Farbe vom Speck werden sie bald gut sehen, als die knusprige Sprung sind. Zum Schluss von alle Schadesaß schütteln wir den Speck mit Butter, über Kniedeln, machen einen guten Löffel Kompott dabei und dann können wir sie zerweichen. Als Kniedeln haben euch super gut geschmeckt. Wir hatten einen richtig schönen Tag zusammen und fuhren nach Hause. Wir hoffen, es wird euch gut gefallen und seid den nächsten Kehr eurem beim Kaschaf dabei.